Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Wir haben in der letzten Folge hier unseren Lander gebaut, den wir benötigen, um unsere Erze zu transportieren zu unserem Mann Station, um sozusagen Nachfüllungen durchzuführen in der Version zum Bau, also dass wir bauen können. Und ja, wir sind relativ gut dabei, würde ich sagen. Wir haben hier das Teil hier schön gebaut, ne? Und das muss jetzt schön verpackt werden mit Geschenkpapier außenrum, damit man das schön verschenken kann, ne? Problem ist, wie kriege ich zur Hölle dieses Teil noch wieder dran? Jetzt haben wir einen verpackt, aber der Rest... Hallo? Jetzt blinke ich schon wieder, Die ganze Zeit blinke ich. Blink, 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 blink. Ich finde es schade, dass man nicht irgendwie mehrere connecten kann hier, aber... Wenn es so sein soll, mein Herr, dann machen wir dich halt mit einem. Dann machen wir hier einen Dekoppler. Hier dran. Hat den anderen genommen, geil. So, okay. Und dann machen wir das einfach mit Struts. Der Rest würde sich dann mit Struts halten. Klack. Kopieren. Klack. Kopieren. Klack. Kopieren. Perfekt. So. Dann tun wir unten wieder verbreitern. Soll ja schön verpackt werden, ne? Für den zukünftigen Besitzer. So, dann brauchen wir noch ein paar Struts. Stri-Struts. Man darf eindeutig nicht irgendwo daneben klicken. Ich habe jetzt gerade irgendein Spiel von mir verschieben wollen. Hubala, hubala, hubala. So. Dann brauchen wir eine Base. Also, ich tue nur noch dazwischen schnell den Kopf. Einen denkenden Kopf mit einer denkenden Energiezelle. Wie gesagt, ich versuche so wenig Müll wie möglich übrig zu lassen, und wenn das die Möglichkeit ist, dass wir sozusagen das obere Booster-Teil dann wieder zurücksenden können, dann mache ich das. Dann ist es mir das wert. Alter, als ob das so perfekt reinpasst. Klink. Wie geil ist das denn? Alter, wie mega ist das denn? Das passt einfach rein. What? YOLO! So, jetzt brauchen wir noch ein paar Struts. Struts sind nie schlecht. Dankeschön. Nochmal nehmen. So weit wie möglich raus. Klack. So, jetzt hat Pasta. Okay. Jetzt setzen wir das ganze Teil nach oben, weil es muss hier Richtung Mann. Mann. So. Bin ich wieder bekloppt? Oh ja. So. Ich brauche einen passenden Tanker hier irgendwie einfach. Irgendwie macht es viel Platz. Warum haben wir nur die mittlere Größe? Das ist beschämend eigentlich schon. Das ist echt beschämend. So, und dann das passende Triebwerk. Was ist denn jetzt hier das passende Triebwerk wieder? Wenn ich mir sowas mal merken würde, wäre es echt super. Das hält nicht bis zum Mann durch. Ich will nicht unbedingt mit dem Rover, mit dem Lander jetzt auch noch, dingsen. Die ganzen Sachen durchführen. Warte mal, das hier, oder? Wagung 1500, aber fast null Schub. Auch beschissen. Ah, die ganzen Antriebe wieder vergleichen. Ich hasse es. Jedes Mal vergesse ich, welchen Antrieb ich hatte. 1300 und hat aber dementsprechend Schub. Geil.
Hat aber fast keine Zündungen. Unnötig. Der ist gut. Jetzt holen wir noch ein paar Teile dazu. So. Oder 2300 MS. Oh, ich habe was vergessen. Wie wollen wir denn das mit RCS machen? Das hat kein RCS. Kacke. RCS-Tanks. Oh, leck mich doch am Arsch. Wer vergisst denn sowas? Ja, ich. Alles können wir sicher noch oben einfach einbauen irgendwie. So, und dann brauchen wir die RCS. So, das sollte passen. Der kriegt auch nochmal hier welche drauf. Also Plan wäre, dass wir mit dem bis zum Mann kommen. Und dann Mann abbremsen und wieder zurückschicken. Das halt, ich muss vielleicht hier die Shroud anpassen. Wie auch bei Tin. So. Kling. Und dann einen Dekoppler. Dekoppler. So. Und dann eine schöne lange Engine Shroud. So. Machen wir wieder die ESA-Verpackung einfach dran, weil es geil ausschaut. Kommt hier oben auch überall hin. ESA, ESA. ESA, ESA, ESA. So. Und dann nehmen wir wieder eine Bodenplatte. Alter, ich habe schon große Teile, aber ich habe noch nie ein einziges Teil dafür. What the fuck? Dreifach machen wir mal. Einfach, weil ich es gerade ausprobieren will. Und unseren stärksten Antrieb. Das müsste eigentlich der hier sein. Passt nicht so drunter, ne? Schade. Haben wir einen anderen Antrieb, der nicht unbedingt so groß ist, aber dafür gut drunter passt? Nee. Skip hat 650. Der Skipper passt runter. Guck mal. Lee Skipper. Skip, skip. Skip, skip, skip. So, dann. Muss gerade überlegen, welche Richtung wir fliegen. Da wollen wir hin. Also muss hier ein Dekoppler hin nochmal. Wir machen drei Booster. Und nicht von der ganz großen Größe, sondern eher von dieser Mittel... Das ist nicht Mittel, Leute. Versteht hier, was Mittel heißt? Mittel heißt sowas hier. So, und dann noch ein kleiner Tank drunter. Zack. Und vielleicht nochmal ein kleines Teilchen drauf. Dann fällen wir das alles ein bisschen ein noch. Damit das cool ausschaut. So ganz cool. Dann kriegt das einen Ding hin. Einen Hauptsegel. Wenn wir dann die zwei zusammenpacken, haben wir einen Schub von 2,327. Pack ich noch einmal oben drauf. Dann brauchen wir eine Kappe. Zu große Kappe. Dann nehmen wir halt normale Kappen. Was will man denn machen? Was will man denn machen, wenn das Spiel einen das... Alter. Spiel stresst. Alter. So, und jetzt brauchen wir noch Kabellage.
Wie immer, das Wichtigste ist am Ende die Kabellage, ansonsten wackelt die alles von links nach rechts. Zoom, zoom, zoom und klack. Und von dem Teil zu dem verbinden. Und von dem Teil zu dem verbinden. Und dann noch unten einmal eine Verbindung machen. Von hier nach hier. Und von hier nach hier. So. Ah genau, warte, ich habe was vergessen. SOS, over. Over and out. Bling, blang, blung. Tankerkabel, Tankerkabel, Tankkabel. One ist da. Tank um hier. Da rein mit dem Tank. Ah, vielleicht sollte ich das wo anbringen, wo ein Tank ist. Warum lässt mich das gerade... Ich wollte gerade sagen, auf einmal... Alter, mein Mausrad geht schon wieder nicht. Ich hasse es, wenn Mausrad nicht funktioniert. Mann. Alter, mein Mausrad will mich gerade echt ficken, wisst ihr das? Ich nenne das jetzt mal die Centauri. Tauri, Alpha, Beta. So. Speichern wir und dann starten wir das ganze kleine Teil mal hier, oder? Gehen wir auf die Startbahn. Dass wir es wenigstens in dieser Folge noch in den Orbit kriegen und in der nächsten Folge machen wir den ganzen anderen Klabims, Klabams, Klabums. Und dann planen wir mal noch ein paar andere große Missionen. Also, mein Plan wäre jetzt, so traurig sich das anhört, die Mannstation fertig zu machen. So, dass wir dann großen Rover hinsetzen. Großen Rover. Ich bin müde, ja, wie immer. Ein großes Schiff bauen können, welches wir dann per Flugzeug oder per Langreise überall hinschicken können. Und dass ich dann auftanken kann, indem es einen eigenen Converter schon drin hat und sozusagen Lander, die dann für ihn sozusagen das Tanken übernehmen. Aber ich würde sagen, 3, 2, 1, Liftoff. Alter, schaut euch die übertreiben? Absolut nichts. Ich verstehe mal wieder absolut kein Wort. Ah, besser. Ich höre wieder was und bei euch wird es wieder nachbearbeitet sein. Das Ding wird mit voller Wucht jetzt nach oben schießen. Wir mal ein bisschen Wucht sorgen. Also gar nicht schlecht. Wir werden uns direkt mal in so ein bisschen einen Burn begeben. Schau, jetzt versucht sie direkt zu drehen. Das darf es nicht. Drehen darf sich die Rakete auf keinen Fall. So, wir haben gleich Überschall erreicht. Also es läuft schon wieder richtig gut, finde ich. Holla die Waldfee. Ja, schaut an, wie gut... Also, ich könnte jetzt echt nicht meckern. So, die äußeren drei sind dann gleich leer. Ich weiter auf 45 Grad. Die Kappeln. Ja. Es leckt wieder. Als die Tanker zerteilt. So. Aber wir haben immer noch eine konstante Geschwindigkeitserhöhung. Und das mit 1,4 SGV. Geil. Oh, das ist unangenehm. Bedeutet, ich muss das jetzt alles in einem Schub schaffen, weil die Triebwerke können danach ausfallen.
Autscha, Mann, ey. So, das kann auch nur mir passieren, ne? Bei der habe ich wiederum eingestellt. Aber klar, dass ich das vergesse. Kaum spiele ich ein bisschen normal KSP, passiert mir genau das. So, ich gehe jetzt genau auf die 90 Grad und wir lassen den einfach burnen. Den lassen wir jetzt einfach burnen, um zu schauen, was passiert. Aber die sind, das finde ich so geil, die Skipper, das sind die Skipper, ne? Ja, die Skipper sind so extrem leise. Das sind so ruhige, angenehme Antriebe. Die sind ruhig, die sind gemütlich, die machen keinen Lärm. Die laufen einfach, die machen ihr Ding. Die ist ganz gemütlich, ne? Na gut, Freunde. Ah, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich schon auf dem Weg Richtung Mann bin, weil den Teil kennt ihr ja schon zu Genüge. Und der spannende Teil ist ja eher wieder, wenn wir zum Mann kommen und den Insertion oder das Manöver wieder zur Station machen. Weil dort sehen wir uns wieder und ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.